Die Deutsche Welle sendet nicht nur in die Welt, sondern diskutiert alljährlich globale Probleme mit ihr. Klimawandel und die Medien war das Thema 2010. Der Fernsehdirektor der Deutschen Welle, Christoph Lanz, ist der Auffassung, die Medien sollten auf einfache und verständliche Weise nicht nur über die Probleme des Klimawandels informieren, sondern auch Lösungen aufzeigen. Nachfrage. Ist das nicht eine Überforderung der Medien, hier bei einer Entwicklung, die selbst Fachleute nicht richtig beurteilen, Orientierungshilfe zu geben? Ich glaube, dass wir als Journalisten immer gefordert sind, wenn wir über ein Thema berichten, dass wir bei aller Problematisierung von den unterschiedlichsten Seiten auch versuchen, das darzustellen, was es an Ideen gibt, wie man eine Problemstellung, oder Amerikaner würde sagen eine Herausforderung, wie wir das lösen können. Insofern finde ich das durchaus eine Anforderung, die für mich im grünen Bereich dessen, was ein Journalist machen sollte, liegt. Wir nehmen dort eigentlich, wie Sie richtig gesagt haben, Themen, die von einer weltweiten Bedeutung sind. Und das Thema Klimawandel, dazu gehört ja durchaus auch die Frage, gibt es ihn, wenn ja, wie stark oder wie fundiert ist das alles, ist so ein globales Thema. Und es ist ein Thema, was uns Journalisten in einer Art und Weise fordert, wie, ich suche mal einen Vergleich, vielleicht nur die Rentenversicherungsproblematik. Weil der Teufel liegt da im Detail und man muss wirklich viel wissen und viele Informationen sammeln, um das dann, so komplex es ist, einfach an den Hörer, den Zuschauer, den User zu bringen. Und das wirklich Traurige ja bei dieser Thematik ist, jetzt bleibe ich mal wirklich in dem Vergleich mit der Rentenversicherung. Die Frage, wie die Altersversorgung der nächsten Generation in Deutschland aussieht, ist eine fundamentale Frage für unsere Gesellschaft. Aber sie ist so kompliziert, dass viele Leute, wenn das Wort Rente im Fernsehen kommt oder auf der Zeitung erscheint, entweder weiterblättern oder umschalten, um es mal im Extrem darzustellen. Und ähnlich ist es mit der Klimakatastrophe oder der möglichen Klimakatastrophe oder dem Klimawandel auch. Das ist so ein kompliziertes Thema und die Leute sind da bis zu gewissen Grad satt, bedauerlicherweise. Und wie finden wir jetzt als Journalisten Ansätze, die Thematik so aufzubereiten, dass wir den Betroffenen, unseren Kunden erreichen und ihn damit bewusst machen, in welcher Hinsicht auch immer. Das ist seine Entscheidung, dazu sind wir ja da. Aber nochmal, der Ansatz ist ja, dass selbst Experten nicht genau wissen, wie es aussieht. Sie sagten es selber, gibt es einen Klimawandel oder gibt es ihn nicht? Gibt es die Klimakatastrophe? Irritationen löste zum Beispiel eine BBC-Dokumentation aus, die bei RTL ausgestrahlt wurde. Klima hat es schon gegeben, als es die Menschen nicht gab und erst recht Kälteperioden, Hitzeperioden. Auf der anderen Seite war, ich glaube, ARD oder ZDF zeitgleich genau das Gegenteil zu sehen. Man kann ja die Medien nicht zu einem Konzert der einen Meinung bündeln, sondern hier darf ja auch durchaus unterschiedliche Sicht auf einen und denselben Sachverhalt möglich sein. Wie wollen Sie denn jetzt, Sie als Deutsche Welle, TV-Direktor, da auch, sagen wir mal, Orientierung geben, wenn sogar die BBC und andere Medien sich widersprechen? Also das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dass wir die unterschiedlichen Meinungen, Auffassungen zu der Thematik darstellen. Zum Teil liegt das in der Natur der Sache, dass die sich widersprechen. Das ist, glaube ich, bei allen großen Themen, die wir darstellen. Also sagen wir, die Einigkeit bei einem Thema ist eher die Ausnahme. In der Regel ist es doch, dass wir die verschiedenen Aspekte darstellen. Und zwar so darstellen, dass die Menschen sich eine eigene Meinung bilden könnten. Das ist ja unsere Absicht. Das heißt, wenn wir über das Thema Klimawandel reden und wie kann man Klimawandel in den Medien darstellen, dann geht es darum, das darzustellen, was an Wissen zurzeit vorhanden ist auf der Welt. Und das so zu transportieren, das ist doch die Aufgabe des Journalisten, dass der Mann am Ende oder die Frau am Ende, also ich wiederhole nochmal, der Zuschauer, der User oder der Leser, dass die es verstehen können. Und verstehen können heißt auch zu verstehen, dass es eine kontroverse Diskussion gibt. Also es geht nicht, und bei diesem Global Media Forum ging es nicht darum, dass wir jetzt quasi à la Greenpeace und uns an die Spitze einer Meinungsbewegung setzen. Das ist ja nicht die journalistische Aufgabe. Sondern es ging darum, das Thema aus den verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Und da waren durchaus auch Menschen jetzt beim Global Media Forum, die sagen, Gemach, Gemach, jetzt auch nicht in Hysterie verfallen. Also die anderen Positionen dazu darstellen und zum Beispiel auch mal darauf hinweisen, wie Sie das ja auch gesagt haben, das Klima und die Veränderung vom Klima sind, das sind Sachen, die nach dem, was man weiß, oft in Zyklen von Tausenden von Jahren stattfinden. Also das Messen von einem Sommer zum nächsten Sommer kann noch keine Aussage bilden. Aber dafür Verständnis zu schaffen, gerade in der Zeit, wo Medien zunehmend mehr Schlagzeilen dominiert sind und sehr reduziert sind, trägt gleich zur Bewusstseinsbildung des Journalisten über seine eigene Rolle mal nachzudenken erheblich bei. Wie denkt die Deutsche Welle nach?
Die Deutsche Welle denkt nach, indem sie versucht, ihre Kolleginnen und Kollegen so gut wie möglich auch auszubilden, also ihnen Möglichkeiten zu geben, zu recherchieren oder Fortbildungsveranstaltungen zu der Thematik zu besuchen, beziehungsweise vor Ort zu gehen und da, wo die Geschichte spielt, sich ein Bild zu machen. Nun ist ja auf der anderen Seite neben dem Journalismus auch die Kunst oder die künstlerische Darstellung des Klimawandels katastrophenorientierter, sage ich mal, als der Journalismus selbst, der ja versucht abzuwägen. Also wir kennen viele Blockbuster, wo also die Eiszeit vorausgesagt wird oder was weiß ich, Planetenkonstellationen so entstehen, dass die Erde auseinandersprengt oder Asteroiden auf die Erde schlagen und so weiter und so fort. Also dieses Katastrophenszenario, weil es Dramatik verspricht, ist natürlich in den Filmmedien viel stärker präsent und beeinflusst rückwirkend wieder den Journalismus, weil er auch nach dramatischen Stoffen sucht und dann vielleicht auch in der Art und Weise, wie Dokumentationen entstehen, neue Sichtweisen versucht einzubringen, also die Emotionalisierung von Dokus. Gibt es da irgendeinen Trend, den Sie diskutiert haben mit Ihren Experten aus den verschiedenen Ländern, wohin es gehen soll, dass man Menschen immer wieder stärker an so ein Thema fesselt, was, wie Sie selber sagten, so klingt wie Rentenversicherung und zu Staub im Mund wird? Na, es ging durchaus auch während des Global Media Forums um die Frage der Dramatisierung von Geschichten. Und das meinte ich ja eben in einer Welt, die immer mehr schlagzeilenorientiert ist. Also je mehr sich das verkürzt, eine Geschichte in Twitter über einen Tweet ausgewogen und von verschiedenen Facetten zu beleuchten, ist bei 140 Zeichen unmöglich. Das gilt auch für manche Zeitungen oder Online-Medien, die versuchen, das so zuzuspitzen, dass sie möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dabei geht die Ausgewogenheit der Darstellung, die man sich eigentlich wünschen würde, verloren. Und ich finde, es gibt ein ganz aktuelles Beispiel, wo man eigentlich sieht, wie notwendig es ist, dass wir Journalisten wissen, worüber wir reden und dass wir uns auch innerhalb kürzester Zeit hochkomplexes Know-how aneignen. Und das ist das, was gerade im Golf von Mexiko passiert. Ich schlage immer wieder mit Interesse die deutschen Zeitungen auf. Interesse ist vielleicht jetzt ein bisschen das falsche Wort. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich die Ölkatastrophe immer auf den vermischten Seiten lese. Vermischtes oder Panorama. Also wenn der Golf von Mexiko, läuft der mit Öl voll? Ich weiß es selber auch nicht genau. Aber wenn es so ist, ist das ein Platz, gehört das in die vermischte Seite? Ist das eine bunte Meldung? Was machen wir da? Bis hin zu dem Punkt, vor zwei Tagen, drei Tagen, habe ich ein Zitat von einem BP-Chef aus dem Hearing gehört, dass er gesagt haben soll, das ist doch nicht so viel Öl, was da ausläuft. Ja, ich vermisse eigentlich von meinen Kolleginnen und Kollegen auch mal eine fundierte, mit Wissenschaftlern besprochene, mit den verschiedenen, die es da gibt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen. Wie dramatisch ist die Katastrophe eigentlich? Wo ist denn bis jetzt mal erschienen, auf einer Seite, die nicht eine bunte Seite ist, die Frage, was wissen wir über Tiefseeströmungen? Also wo geht dann dieses Öl wirklich hin? Dann heißt es, man kommt nicht nach Deutschland. Ja gut, ist das Problem erledigt, kommt nicht nach Deutschland. Also das finde ich ein gutes Beispiel, ohne dass ich jetzt in den Katastrophen-Hype von Roland Emmerich einstimmen will oder das ein Beispiel finde, ganz im Gegenteil. Aber wo ich sage, so lax, wie wir es manchmal erledigen, nach dem Motto, es ist keine Partei verwickelt, also gehört es nicht auf die politische Seite oder gehört nach hinten auf die Panoramaseite, da bin ich auch nicht ganz sicher, ob wir da nicht noch ein bisschen besser werden könnten. Die wichtigste These vielleicht vom Global Media Treffen in Bonn, die Erkenntnis, mit der Sie sich getrennt haben? Ja, es war interessant, weil da hat eben halt nicht der Westen oder Europa mit sich selbst geredet oder der Norden mit sich selbst, sondern es war ein Nord-Süd-Austausch. Und wir konnten erleben, wie gerade asiatische oder afrikanische Teilnehmer an diesem Global Media Forum Wert drauf legen, dass die gesamte Frage CO2 durchaus auch mit der Frage verbunden ist, wer kann sich eigentlich welchen Reichtum auf Kosten oder zu Lasten von wem wie lange leisten. Und der Chef des World Meteorology Institutes Organization in Genf, Shiva Kumar, der hat gesagt, we have to learn to live with less so that others can live. Also wir müssen es lernen, mit weniger zu leben, so dass andere überhaupt leben können. Und das fand ich eigentlich einen ganz wichtigen Satz, um uns hier klarzumachen, wie sehr von der Frage der Umweltverschmutzung, wenn ich es mal erweitere, in asiatischen oder afrikanischen Ländern nicht die Frage, wie viel Luxus leisten wir uns, abhängt, sondern die Frage, können wir überhaupt weiterleben? Das fand ich eigentlich so eine Erkenntnis zu merken, ein globales Thema,
unter sich zu diskutieren, ist das eine. Aber das globale Thema global zu diskutieren, da kommen viele andere neue Aspekte rein.